Willkommen von der Comdex 2015, wo wir bei Gigabyte sind mit einem kleinen 14 Zoll Gaming Notebook, der P34W V4. V4 steht wahrscheinlich für die vierte Version hier von diesem 14 Zoll schönen dünnen Gerät mit beleuchteter Tastatur, gerade wie ihr sehen könnt. Schaut wirklich sehr schön aus mit Dolby Digital Plus Audio hier oben sogar noch mit dabei und dann auch noch einem großen Trackpad und einem wirklich sehr dünnen Gehäuse, das hier unten aus Metall ist und von außen auch aus Metall ist. Webcam auch mit dabei. Und obwohl es nur 1,7 Kilo wiegt, haben wir hier sogar eine 970M drin, eine 5th Generation Intel Core i7 CPU, SSD, Festplatte und natürlich auch noch ein 3K-Display. Anschlussmäßig USB 3 zweimal, SD-Karten-Slot, HDMI und Strom. Das Display lässt sich, naja, relativ weit nach hinten klappen. Sollte noch ein bisschen weitergehen in meinen Augen, aber haben sie leider nicht gemacht. Dann kein optisches Laufwerk, hier vorne dafür Lautsprecher weitere. Unten können wir dann den RAM relativ einfach tauschen, sonst nichts leider. Und auf der anderen Seite finden wir ein Kensington-Netzwerk, WGA, USB 3.0 zweimal nochmal, Kopfhörer und Mikrofonanschluss in einem. Und von außen, wie gesagt, schönes Metallgehäuse auch hier, scheinbar zumindest oben ein bisschen Plastik, damit die WLAN-Antenne auch noch ein bisschen Empfang kriegt. Genau, und das war es auch schon mit dem schönen P34W V4 Gaming Notebook von der Comdex 2015. Mein Name ist Balazs Gahl und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren.